Wir freuen uns, dass wir hier in der Gemäldegalerie in einer Sonderausstellung ein Altarbild zeigen können, das ganz in Vergessenheit geraten war. Es ist um 1565-70 für die Klosterkirche in Ferrara, Santa Caterina Martire, geschaffen worden. Und dann nach einer abenteuerlichen Odyssee durch ganz Europa über Brescia, Bologna, schließlich Wien, Hamburg nach Berlin gekommen. Seit 1912 ist es im Besitz der Friedrich-Wilhelms-Universität, heute Humboldt-Uni, dort der Theologischen Fakultät. Und die haben es seit 1912 nie ausgestellt. Es war im teilzerstörten Berliner Dom untergebracht, eigentlich mehr abgestellt. Man hatte keine Verwendung. Es hat dadurch sehr gelitten. Seit 2015 befindet sich die Tafel als Dauerleihgabe in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin. Dort haben wir sie untersucht, auch mit Hilfe von UV-Licht. Dabei sind viele Übermalungen und Risse sichtbar geworden. Durch die Ernst von Siemens Kunststiftung war es möglich, die umfassende Restaurierung durchzuführen, die etwa ein Jahr gedauert hat. Allein aufgrund der Übersendung der ersten Fotos hat sich der Kurator für die italienische Malerei nach 1500 Gedanken gemacht, und es ist ihm eine Zuschreibung gelungen an Sebastiano Filippi, genannt Bastianino. Das Bild hatte eine Zuschreibung, eine vage Zuschreibung an der Schule von Benvenuto Tisi, genannt Garofalo, also ein Maler der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich ein bisschen geguckt, naja, stilistisch nein, weil in diese Gruppe, kleine Gruppen, die man gebildet hatte, also ist ganz klar der Stil eines späteren Künstlers, das ist Bastianino, also Sebastiano Filippi, genannt Bastianino. Und dann aufgrund dieser spontanen Identifizierung, man hat auch die richtige Provenienz wieder erfunden. Es ist eine Komposition, die Bezug zu zwei älteren Kompositionen tatsächlich von Garofalo hatte. Ne? Der Maler hat seine Freiheit behalten in eine kleine Gruppierung von Personen links, rechts und oben in Paradies. Ne? Also da ist diese spontane Malweise, diese sehr schnelle Malweise, wo man diese runde Gesichter mit drei, vier Pinselstriche baut. Ne? Und das ist so ganz typisch von Bastianino. Der ist ein Maler, der ist zwar ferraresisch, aber er hatte seine Neigung in Richtung Venedig immer gehabt. Schon bei der Voruntersuchung, aber wesentlich natürlich dann bei der Restaurierung selber, ließen sich Materialien erkennen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Also mit dieser Restaurierung und Untersuchung haben wir natürlich auch einige Erkenntnisse über das Bild herausfinden können. Unter anderem, welche Pigmente der Künstler verwendete. Das war zum Beispiel in diesem blauen Himmel ein Ultramarin, das er großzügig einsetzte. Was erstaunlich ist, weil Ultramarin doch eigentlich das teuerste Pigment zu dieser Zeit überhaupt war. Testreihen hatten uns dann gezeigt, dass unter diesem vergilbten Firnis und den vielen Untermalungen doch eine sehr farbintensive und auch stabile Malerei zum Vorschein kam. Und mit der Abnahme dieser nicht originalen Überzüge konnten wir dann auch sehr viele schöne neue Details finden, wie zum Beispiel ein Kopf ganz links in der Szene, in dieser Runde um Paulus herum, oder auch die ganze Tempelarchitektur, die erst wieder zum Vorschein kam. Also mit diesen technischen Aufnahmen, die uns zur Verfügung stehen, zum Beispiel Röntgenaufnahmen, kann man auch sehen, wo der Künstler ein bisschen gehadert hat in der Malerei. Und das war beim Lebenden Kreuz tatsächlich in den Armen, die aus diesen Balkenenden herauskommen. Da kann man nämlich in dieser Röntgenaufnahme ganz schön sehen, dass er die Arme 3 bis 4 Mal neu gemalt hat, bevor er zufrieden war mit ihrer Anordnung. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir es durch diese große, umfassende Restaurierung wiedergewonnen haben, dass wir es jetzt ganz anders wahrnehmen können und in den Kontext der ferraresischen Malerei, wie auch im Kontext der von Tizian und der benachbarten Malerei aus Venedig ganz anders einordnen und verstehen können.
Musik.